Hey Leute, was geht ab? Mein Name ist Moritz, willkommen zu einem neuen Video und heute ist es mal wieder MW3, weil ich im MW3 in der letzten Zeit am meisten zock. Und schaut euch diesen Spawner an. Schaut ihn euch an, Alter. Ist das nicht göttlich gewesen, ne? Wer von euch würde sich das nicht wünschen? Ihr habt eine KSG, ihr habt eine Shotgun, mit der ihr einfach alles zerstören könnt. Und dann spawnen die direkt vor euch, ey. Das war in Face Off ja immer schon so, also wer das nicht kennt, das ist so ein Modus, den sie mit einem DLC ins Game reingepatcht haben, oder eingefügt haben. Und ja, ist einfach ein 2 gegen 2, 1 gegen 1, 3 gegen 3 und ich glaube 3 gegen 3 Hardcore gibt es ja auch noch, habe ich noch nie gespielt. Modus, in dem man eigentlich recht gut so aus Spaß zocken kann, ne? Also ich nehme das nie ernst, die Mob ist jetzt hier so entstanden. Die Gegner haben hauptsächlich gesniped und waren nicht wirklich die Besten, also ja, der Score ist jetzt, sagt jetzt nicht wirklich so viel aus. Also wie gesagt, die Gegner waren nicht so gut und konnte da schon einiges mit der MP9 und mit der KSG machen. Aber darüber will ich jetzt gar nicht reden, und zwar will ich über das neue Map-Pack, das jetzt rauskommt am 16. März, April meine ich natürlich hier, 4. halt. ja, ich muss mir das mit dem M abgewöhnen, Alter, das geht mir wirklich selber auf die Nerven. Ich mache so ein Commentary, sitze da, denk mir, ja okay, heute sagst du mal nicht mal M, bereitst du dich mal ein bisschen vor, ne? Schreibst du so auf, was du sagen willst, okay, das mache ich eigentlich nicht, aber egal. Und dann sage ich trotzdem die ganze Zeit M und M, gerade auch wieder, richtig scheiße. Ja, auf jeden Fall will ich heute mal so ein bisschen über das neue Map-Pack reden. Ich hätte das Video schon früher gemacht, also ich wollte es eigentlich gestern machen, hatte überhaupt keine Zeit, also ich musste richtig viel lernen und so ein Projekt für die Schule machen, weil das wollte ich eigentlich schon die ganze Zeit machen, schon die ganzen Ferien über. Hab's nur mal wieder nicht hinbekommen, ich bekomm's einfach nicht auf die Reihe, Mann. Ich habe 2 Wochen Zeit, denk mir so, ja, ich mache so jeden zweiten Tag ein bisschen. Und dann auf einmal sind die Ferien schon fast rum, also heute ist Donnerstag, ich habe noch nichts für die Schule gemacht, ey. Richtig kacke. Ja, heute und gestern halt, aber davor nicht. Egal, das werde ich schon noch schaffen, ich hab noch Zeit. Und ja, das Map-Pack kommt am 16. raus, wie gesagt, das ist mal wieder ein Dienstag, weil alle Call of Duty-Spiele und Map-Packs kommen am Dienstag raus, immer so gegen Mittag, so. Letztes Mal war es, glaube ich, so 15 Uhr ungefähr. Oder 16 Uhr. Ich hoffe mal, dass es wieder dieses Mal nicht früher ist, weil es wäre ziemlich ärgerlich, weil ich habe dann Mittagsschule und bin dann eben erst so um 16 Uhr frühestens, nee, 16.30 Uhr, 16.20 Uhr so zu Hause. Dann esse ich noch kurz was und ja, dann kann ich mich hinhocken, muss das dann noch runterladen und so. Also 17 Uhr wäre eigentlich perfekt für mich so. Ich werde dann auch direkt Videos davon hochladen. So wieder ein erstes Live-Commentary und so. Und ja, so viel dazu. Also, es gibt mal wieder 4 neue Multiplayer-Maps, eine Zombie-Map und ja, wie das eben meistens so ist in Black Ops Map-Packs, ne? Also fangen wir mal mit den Multiplayer-Maps an. Die erste Map heißt Vertigo, ist eine, ja, eine Black Ops 2-Map, aber viele von euch wird der Name vielleicht ein bisschen bekannt vorkommen aus MW2, da gab es die nämlich auch, also den Namen. Es wird garantiert nicht die gleiche sein, weil ich meine, Treyarch hat wirklich nicht viel mit Infinity Ward zu tun, außer dass die eben am gleichen Spiel verschiedene Titel halt entwickeln. Also Infinity Ward die Modern Warfare-Reihe und Treyarch die Black Ops-Reihe, wie ihr natürlich wisst, ne? Also die werden da nichts davon übernehmen, das merkt man auch. Die wollen da gar nichts so richtig miteinander zu tun haben. Die arbeiten halt beide unter dem gleichen Publisher, Activision, jetzt für Call of Duty halt. Ja, okay, das war jetzt ein bisschen komisch gesagt, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ja, also das wird bestimmt eine andere sein, die haben da halt den gleichen Namen, ist ja nicht schlimm. Und das nächste, auf die freue ich mich richtig, die wird Studio heißen, also Studio. Und einfach nur Studio. Und wird ein Remake von Firing Range. Also Firing Range war ja, ich würde mal sagen, nach Nuketown die Fan-Favorite-Map von Black Ops 1. Also finde ich echt gut, dass sie da mal wieder so eine Map zurückbringen, nicht so wie in MW3, Maps von MW2, die sich viele gewünscht haben, kam ja leider keine, aber naja, was soll man machen? Ah doch, Terminal kam, stimmt, aber Terminal fand jeder irgendwie scheiße in MW3 nach einer Zeit. Ja, aber Firing Range war von den Spielern, also finde ich, die Spieler, die eher erfahrener sind und besser, fanden Firing Range meistens besser als Nuketown. Außer sie wollten natürlich auf irgendeinen 100 plus gehen oder so viele Kills wie möglich oder Spawn-Trappen in Sprengkommando oder so. Aber die meisten fanden das besser, weil das sind die Spawns und so einfach übersichtlicher, das macht einfach viel mehr Spaß, finde ich. Also es war für mich auch meine Lieblingsmap, also da freue ich mich drauf. Die nächste Map ist dann Magma, also wenn man wenn man das Bild davon anschaut, dann, und es wurde übrigens alles bestätigt jetzt, dass es wirklich so ist und endlich rauskommt am 16. Alter.
Ja, Magma ist auf dem Bild eben hinten ein Vulkan zu sehen und vorne auch ziemlich viel Feuer. Also ich denke, das ist so ähnlich wie im Zombie-Modus von Black Ops 2, dass da eben so viele Ritzen sind und so und dass man da nicht reinlaufen sollte, weil man dann eben Schaden kriegt und irgendwann stirbt. Also werden wir sehen, ist auf jeden Fall ziemlich viel mit Feuer. Die nächste ist dann Encore oder Encore. Encore, das ist irgendwas Französisches. Keine Ahnung, was das heißt, Alter, ist schon so lange her. Das ist so eine Konzertbühne in London, also die ist auf jeden Fall dabei. Ich weiß nicht, ich denke mal nicht, dass die ganze nur aus einer Bühne besteht, aber auf jeden Fall in London mit so einer Konzertbühne. Also und einem Rasen und den Rest sieht man da nicht. Gut, jetzt kommen wir mal zu dem richtig Interessanten, und zwar dem Zombie-Modus. Also natürlich kann man auf dem Bild auch nicht so viel erkennen, aber man sieht auf jeden Fall, dass die Zombies nicht mehr orangene Augen, nicht mehr keine gefärbten Augen haben, nicht mehr blau gefärbte Augen, sondern rot gefärbte Augen. Das sieht richtig interessant aus. Also ich glaube, der Modus spielt jetzt nicht in der Zukunft, sondern halt so 1930 ungefähr, bin ich mir aber nicht zu 100% sicher. Also ich glaube, das ist vor der Zeit von der Storyline, aber da bin ich mir wirklich nicht sicher. Also, weiß nicht, informiert euch da lieber nochmal woanders. Aber ja, also es wird wirklich interessant sein, rauszufinden mit dem Easter Egg und so, wer die Zombies jetzt steuert. Also, Richtofen und so wird es ja wahrscheinlich nicht mehr sein. Wegen den roten Augen eben. Ja, also freue ich mich echt richtig drauf. Und diesmal werde ich die Easter Eggs auch direkt machen. Falls ihr wollt, werde ich dann auch auf dem zweiten Kanal oder auf dem ersten Kanal, je nachdem, ein Video dazu hochladen, wie ihr das macht und so. Oder vielleicht werde ich auch irgendwie so 4 Stunden lang suchen oder so, bis ich es eben gefunden habe. Und das dann komplett hochladen auf dem zweiten Kanal und so. Und ich werde auch am ersten Tag direkt livestreamen einiges. Weil ich habe dann ja meine gute Leitung und so. Das wird richtig cool. Und ja, also genau, es spielt auch in der Nähe zumindest oder in einem Gefängnis. Habe ich da noch gesehen auf dem Bild. Und ich kann euch noch so kurz sagen, was ich mir für die Map so wünsche. Also ich fände es geiler, wenn die Map nicht so wie Transit ist. Also eher so wie früher, weißt du? So, keine Ahnung, ich kann es nicht genau erklären, aber früher die Maps waren irgendwie einfacher. Die Maps konnte man mit jedem random, also konnte man mit Randoms zusammenspielen. Eigentlich jede Map außer vielleicht Call of the Dead oder so. Ja, doch, konnte man auch locker. Eigentlich jede Map von früher, außer Moon, jetzt habe ich doch noch was gefunden, konnte man richtig gut mit Random spielen. Also eine Map, die richtig geil ist. Meine Lieblingsmap ist der Riese und Ascension. Die erfüllen für mich drei Kriterien. Erstens, ist eine geile Map, ist geil aufgebaut, haben geile Perks und so, gut spielbar und so. Zweites Kriterium, kann man gut mit Randoms spielen, weil das mache ich ziemlich gerne, so Randoms wiederbeleben, also gib mir einfach die schlechtesten Spieler, die noch nie Black Ops Zombies gespielt haben, und ich werde übel viel Spaß mit denen haben, weil das macht mir einfach heftig viel Spaß, so Kack-Noobs die ganze Zeit wiederzubeleben, glaube ich, weiß nicht. Und ja, also das ist das zweite Kriterium, und das dritte ist dann eben, dass man gut auf Rekord spielen kann, also dass es auch Spaß macht. Und wenn eine Map, wenn man die nicht gut mit Zombies, mit Randoms spielen kann, wenn die irgendwie zu kompliziert ist, zum Beispiel Transit, das kannst du mit keinem Random spielen, das geht einfach nicht. Da brauchst du ein Headset, musst denen alles erklären, aber so ein Typ, der das noch nie gespielt hat, versteht das nicht, der weiß nicht, was er machen soll. Der läuft da dumm rum und stirbt in Runde 2 meinetwegen. Also die soll recht einfach aufgebaut sein. Und nicht so, ich erkläre das mal so. Nach einer Zeit ist Transit überhaupt nicht mehr schwer, also ist nicht mehr kompliziert. Aber die Map sollte so aufgebaut sein, dass es von Anfang an nicht kompliziert ist. Also, dass es nicht, dass man es nach dem zweiten Mal spielen so ungefähr hinbekommen, also ungefähr rafft, was man da jetzt machen muss, wo man hinlaufen muss, auch als Anfänger. Also, ja, wie gesagt, das fände ich echt cool, wenn es da mal wieder so eine Map gab. Der Riese, Die Rise war jetzt, naja, so mittendrin, so auf dem Level von Call of the Dead ungefähr, aber noch nicht so wie Ascension. Also, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt doch einen Daumen nach oben. Würde ich mich freuen. Und ja, haut rein, ciao.